Der Schlusspfiff in Wilhelmshaven offenbarte nach der Partie eindeutig, wer hier frustgeladen das Feld als Verlierer verließ. Steven Ruprecht hatte den Linienrichter ins Visier genommen und Mike Wagefeld wollte sich für einen Klaps auf den Hinterkopf nicht bedanken. Wir haben uns viel daran hochgezogen, was der Schiedsrichter heute gepfiffen hat. Aber es liegt nicht in meinem Ermessen, das zu beurteilen. Dafür sind Schiedsrichterbeobachter da, die, denke ich, das auch gesehen haben. Zu unserer eigenen Leistung muss man einfach sagen, dass heute nicht jeder an seine eigene Leistungsgrenze rangekommen ist. Dritte Spielminute in Wilhelmshaven. Der Gastgeber in Schwarz überrascht den HFC früh mit einem Gegentor nach einer Ecke. 1:0 für den SV Wilhelmshaven durch Tim Hofmann. So viel Präzision hätte man dem Tabellenletzten wohl nicht zugetraut, denn der Torschütze durfte unbedrängt agieren. Nur 3 Minuten später versuchten es die Gäste mit einer schnellen Notreparatur. Angelo Haug neben Telmo Teixeira zweite Spitze, blieb aber an Hergen Gerdes im Wilhelmshavener Tor hängen. Die Freunde des gepflegten Kurzpassspiels aus Halle hatten Probleme, ihr Lieblingselement in die Kür einzubringen, da der Gegner nicht gewillt war, dabei zuzuschauen. Dennoch hatten die Hallenser Chancen, den frühen Rückstand zeitig zu egalisieren. Dennis Mast aber verzieht, weil der holprige Rasen dabei mithalf. Lange Pässe in die Spitze. Wenn diese ankamen, wurde es gefährlich. Denn in der zweiten Reihe haben sie gute Schützen wie Lindenhahn, der für seine Direktabnahme nicht belohnt wird, weil Wilhelmshaven mit Gerdes über einen äußerst reaktionsschnellen Torwart verfügt. Trainer Sven Köhler sah seine Elf in der ersten Halbzeit spielerisch klar überlegen. Die Norddeutschen hatten wenige Chancen für weitere Tore. Leichte Stellungsfehler wurden schnell korrigiert, sodass auch bei der Anhängerschaft die Hoffnung vorherrschte, man würde das Ding in der zweiten Halbzeit schon irgendwie umbiegen. Allerdings überraschten die aufopferungsvoll kämpfenden und auch spielerisch überzeugenden Wilhelmshavener immer mal wieder mit Nadelstichen. Kevin Behrens wühlte sich dadurch und hatte lediglich beim Abschluss den Überblick verloren. Der HFC brannte in der zweiten Halbzeit kein Feuerwerk mehr ab und erspielte sich nur wenige Chancen. Kulminationspunkt war sicherlich die Chance für Teixeira, der nur den Pfosten traf. 20 Minuten vor Schluss war dann wohl jedem hier im Jadestadion klar, dass der Tabellenführer hier kein Tor mehr schießen wird. Entscheidend ist es vor dem gegnerischen Tor. Dort war, sagen wir mal, Telmo Teixeira, der natürlich bis jetzt eine überragende Saison gehabt hat, nicht, sagen wir mal, so durchschlagskräftig, weil er durch diese Manndeckung, die er heute, sagen wir mal, überstehen musste, nicht so ins Spiel gekommen ist. So kam es, wie es so oft passiert in Spielen, wo der Favorit seiner Rolle nicht gerecht wird. Der Tabellenletzte erzielte durch Frankie Zambolo das 2:0 und besiegelte somit für die Hallenser eine schmerzhafte Niederlage im Kampf um Platz 1. Wir haben erst auf Ecke nicht aufgepasst. Er kommt frei zum Kopfball, 1:0. Und dann rennen wir hinterher. Ja, die 3 Punkte werden uns vielleicht am Ende fehlen, man weiß es nicht. Aber ich gehe mal davon aus, dass das noch ein langer Weg ist für alle 3 Mannschaften, die noch da vorne stehen. Und am Ende werden wir sehen, was dabei rauskommt. Heute hat es einfach nicht gereicht. RB hat am Mittwoch gepatzt. Da saßen vielleicht einige von uns vor dem Fernseher und haben gedacht, hahaha. So, und heute hat es bei uns aber mal geklappert und hat es bei uns zu einer Niederlage gereicht, leider. Jetzt müssen wir uns leider in den Bus setzen, 6 Stunden zurückfahren, die Tage die Niederlage aufarbeiten. Und dann habe ich gerade schon gesagt, werden wir nächste Woche den alten HFC wiedersehen. Und dann heißt der Gegner TSV Havelse.